So wünscht man sich doch ein Debüt. 30:6 Kantersieg über den SSV Esslingen im Achtelfinale des DSV-Pokals, dazu noch mehrfacher Torschütze. Für Lennart Rojan, Jahrgang 2007, ist es das erste Spiel in der ersten Mannschaft der Wasserfreunde. Und er weiß jetzt schon, wie es mal weitergehen soll. Ich möchte am besten irgendwann auch mal vielleicht in der ersten 7 spielen oder so und so lange Gas geben, bis ich es nach oben schaffe. Das geht am besten über viel Spielerfahrung und die bekommt der Youngster mit der Nummer 3 auch. Seit knapp 8 Jahren spielt er Wasserball, begann damals bei der SG Neukölln, seit der U16 ist er für die Wasserfreunde aktiv. Und kommt nun auch zu seinem ersten Treffer. Er netzt ein zum 11:0, die Freude groß beim gesamten Team. Die Partie, sonst eine klare Angelegenheit. 17:2 der Halbzeitstand, mehr Tore für Spandau als Spielminuten. Wir haben uns vielleicht doch eher erhofft, ein bisschen niedriger zu spielen vom Ergebnis her, aber wir haben es als gute Trainingseinheit und Lerneinheit mitgenommen. Dass es für Esslingen gegen den 32-fachen Pokalsieger in den schwarzen Kappen nicht einfach wird, ist von Anfang an klar. Doch auch in der zweiten Spielhälfte wird der Klassenunterschied deutlich. Früh attackieren die Spandauer, nutzen die freien Würfe, keine Chance für den Tabellenführer der Gruppe B und für Torwart Bogdan André Sarakut. Youngster Rojan bekommt weiterhin Gelegenheiten, sich zu beweisen und verwandelt auch den 5-Meter erfolgreich zum 25:6. 30:6 dann der Endstand in der Schwimmhalle Schöneberg. Bester Werfer mit 6 Toren ist Markus Stamm. Wir haben konterstark gespielt, viele Konter gezogen, natürlich, wie gesagt, unsere individuelle Spielstärke ausgenutzt. Spandau damit, wie erwartet, souverän unter den letzten 8 Mannschaften im Pokal. Das Viertelfinale erfolgt dann im nächsten Jahr. Davor liegt der Fokus voll und ganz auf der Bundesliga, sicher auch für Lennart Rojan, der nach einem erfolgreichen Einstand nur auf seinen nächsten Einsatz wartet.